Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Franz Werfel hat mal über seine Idee vom Schreiben gesagt, Zitat, immer und überall durch meine Schriften zu verherrlichen das göttliche Geheimnis und die menschliche Heiligkeit. In den 20er Jahren bis in die 40er Jahre hinein ist er einer der beliebtesten, bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller gewesen. Heute ist er mindestens noch ein großer Name, Franz Werfel. In Armenien wird er bis heute verehrt wegen seines Romans »Die 40 Tage des Mossadegh«, das Buch, wo er den Völkermord an den Armeniern beschreibt. Heute, vor 75 Jahren, ist der Schriftsteller Franz Werfel in Beverly Hills, Los Angeles, am 26. August 1945 gestorben. Und es werfelt und brodelt und kafkat und kischt. So ist es überliefert aus Prag um 1910. Franz Werfel, der Sohn eines wohlhabenden jüdischen Kaufmanns, zieht durch die Kaffeehäuser seiner Heimatstadt mit Max Brod und Franz Kafka, den beiden älteren Freunden vom Gymnasium. Auch andere Protagonisten der kleinen deutschen Literaturszene Prags stoßen dazu, wie Egon Erwin Kisch. Werfel, fast 20, hat bereits erste Verse gedichtet. Mütter leben, dass sie uns entschwinden, und das Haus ist, dass es uns zerfalle. Selige Blicke, dass sie uns entfliehen, selbst der Schlag des Herzens ist geliehen. Fremde sind wir auf der Erde alle, und es stirbt, womit wir uns verbinden. Zeilen aus einem Gedicht Werfels von 1915. Fremde sind wir auf Erden alle. Fremd fühlt sich Werfel, der Nicht-Tscheche, auch in seiner Heimatstadt Prag. Der Literaturwissenschaftler Eduard Goldstücker. Ich glaube, dass das Gefühl der Heimatlosigkeit, des Ungehörens zu der Gemeinschaft, Werfel sich aus Prag mitnahm und durch das ganze Leben mittrug. Es kommt immer wieder und wieder zum Vorschein in seinem Werk. Und letzten Endes aufgrund all dessen die Einstellung, dass was auf dieser Erde geschieht, nicht das Wichtigste ist. Werfels erster Gedichtband, Der Weltfreund, erscheint 1911. Kurz darauf wird er in Leipzig Lektor des Kurt-Wolff-Verlages. Der Werfel-Biograf Norbert Abels. Er hat den ganz jungen Georg Heim kennengelernt, hat ihn gefördert. Er kannte Else Lasker-Schüler sehr gut. Es gab Begegnungen mit Gottfried Benn und natürlich mit Walter Hasenclever, dem sehr guten Freund. Und in seinem großen Unternehmen, Der jüngste Tag, also eine Sammlung von expressionistischen, unbekannten Dichtern, hat er so viele Texte gesammelt und so viele Leute entdeckt, dass wir heute noch davon zehren. Werfel selbst, der sich nach dem Ersten Weltkrieg in Wien niederlässt, gilt bald als bedeutender Lyriker des Expressionismus. Auch mit Bühnenstücken ist er erfolgreich, sammelt Preise ein. Seine Prosawerke erleben hohe Auflagen, so sein Verdi-Roman oder das Buch »Die 40 Tage des Mossadegh«, in dem er den Völkermord an den Armeniern verarbeitet. Für Werfels literarische Produktivität sorgt auch seine gestrenge Frau, Alma, Witwe Gustav Mahlers und geschiedene Gattin von Walter Gropius. 1933 wird Werfel aus der Preußischen Dichterakademie ausgeschlossen. Seine Bücher werden in Deutschland verbrannt. Die Nazis sind an der Macht. Als mit dem Anschluss Österreichs 1938 für ihn, den Juden, das Weiterleben hier lebensgefährlich wird, flieht er ins Exil. Über Frankreich und Portugal gelangt er in die USA, lässt sich mit Alma in Kalifornien nieder, in Beverly Hills, wo es eine kleine Kolonie deutscher Exilanten gibt. Sein Buch über die heilige Bernadette von Lourdes wird ein letzter Riesenerfolg. Die Hollywood-Verfilmung 1943 Oscar prämiert. Zwei Jahre später stirbt Franz Werfel im August 1945 nach einem Herzinfarkt, stirbt in der Fremde.